Die Stimme hatte Hattori im ersten Moment verwirrt und erschreckt. Also hatte Sasuke sich lieber sichtbar gemacht, denn er hatte schon bemerkt, wie schreckhaft der junge Mann war. Du sollst doch deine Freundin suchen, oder nicht? Ich habe sie gesehen, also sollten wir beide mal losgehen. Damit wollte Sasuke einfach gehen und Hattori sah ihm einfach nur verwirrt nach. Was sollte das denn jetzt werden? Dieser Geist benahm sich irgendwie, als würden sie sich schon seit Jahren kennen. Und als wäre er nicht tot, sondern seit Jahren sein bester Freund. Unsicher fuhr sich Hattori durch die Haare und sah noch einmal zu der Tür, durch die Takeru verschwunden war. Der würde aber wohl nicht so schnell wieder dort rauskommen. Auch wenn es Hattori lieber gewesen wäre, ihn bei sich zu haben, als einen Untoten. Das alles war noch immer so verrückt. So verrückt, dass er versuchte, es zu ignorieren oder einfach so zu tun, als würde er träumen. Wenn man sich etwas lange genug einredete, dann konnte man doch irgendwann auch gut genug daran glauben. Es war alles nur ein Traum. Und damit war die Sache hoffentlich auch bald wieder vorbei. Sasuke sah ihn an und grinste etwas. Du, sag mal, diese Hanuka, was ist das so für ein Mädchen? Ist sie lieb? Verwirrt sah Hattori ihn an und wusste nicht genau, ob mein Geist sowas wissen wollte. Was sollte er denn da jetzt sagen? Er räusperte sich und nickte dann. Ja, doch, eigentlich ist sie lieb. Manchmal ein wenig naiv und sie glaubt immer an das Gute im Menschen. Warum willst du das wissen? Weißt du, wo sie sein könnte? Wenn jemand wusste, was hier geschah, dann die Wesen, die schon seit Jahren hier waren und sich hier herumtrieben. Niemand sonst kannte die Gegend so gut und Hattori hoffte einfach nur, jetzt auch Antworten zu bekommen. Sasuke fuhr sich durch die Haare und sah amüsiert in den Mond. Für einen Moment wirkte er so zerbrechlich und blass, dass Hattori ein Schauer über den Rücken lief. Naja, ich glaube einfach, Kasua mag sie und da Kasua meine Freundin ist, will ich auch wissen, ob sie jemanden mag, der lieb ist. Die Worte des jungen Mannes klangen so unschuldig und naiv, dass sie von Hanuka selbst hätten stammen können. Von Lieben und Mögen zu reden klang so sanft und zärtlich, als hätte er selbst noch nie jemanden gehabt, den er liebte. Er klang so unschuldig, wie nur die Worte eines Kindes sein konnten, das noch keine körperliche Liebe erfahren hatte und auch sonst mit dem Thema Liebe sehr unschuldig und naiv umging. In vielen Dingen war er Hanuka ähnlich. Und um diese sorgte er sich nur noch mehr. Wenn deine Freundin bei ihr wäre, meinst du, sie würde Hanuka etwas tun? So wie es aussah, hat meine Freundin nämlich ein wenig Angst vor Geistern. Beinahe hätte er noch, so wie ich, zugefügt, aber er hielt lieber den Mund. Lieber die Gesellschaft eines Geisters als vollkommen allein durch die Gegend zu spazieren. Sasuke blinzelte und musste dann leise lachen. Kasua würde niemandem etwas tun. Weißt du, Kasua ist der friedlichste Geist, den man hier finden kann. Sie wartet nur. Sie wartet einfach nur darauf, ihre Bestimmung endlich erfüllen zu können. Allerdings fürchte ich, dass sie in Hanuka jemanden sieht, der dieses Mädchen nicht ist. So sehr ich auch wünschte, dass sie endlich den findet, auf den sie wartet, glaube ich nicht, dass es Hanuka ist. Der Geist sprach in Rätseln, aber vielleicht war das bei Geistern einfach so. Seufzend raufte sich Hattori die Haare und schwenkte dann lieber auf ein anderes Thema. Wenn er sich vorstellte, wie Hanuka vielleicht auf ein Geistermädchen reagieren würde, dann kam dabei nur raus, dass sie von einem Dach sprang oder sich in irgendeinem Keller versteckte, wo es noch schlimmere Geister gab. Alles nicht sehr erbaulich und darum fragte er nach etwas anderem, was ihm ebenfalls auf der Seele lag. Es gab da einen Geist, der ihm einfach nicht losließ und über den er mehr erfahren wollte. Dieser eine Geist, der uns heute gewarnt hat, wer war das? Sasuke legte den Kopf schief, wusste aber sofort, wen Hattori meinte und winkte locker ab. Du meinst Hayate? Ein widerlicher Kerl, das kannst du mir glauben. Er ist dafür verantwortlich, dass Menschen wie du dieses Dorf nicht verlassen können. Und weil er für den Kusabi arbeitet und schon seit so vielen Jahren, sind hier Hunderte gestorben. Wenn es diesen Idioten nicht geben würde, dann wäre ich vielleicht noch am Leben. Und mir wäre nie etwas passiert. Aber nein, er muss ja auf totalen Macker machen und ich musste sterben. Wenn Hayate nicht gewesen wäre, dann wären wir alle noch im Leben, flüsterte Sasuke leise. Er hatte den Blick gesenkt und seine Stimme zitterte vor Wut. Auch wenn er noch so jung und unerfahren war, hatte er Erfahrungen mit dem Tod gemacht und die waren alles andere als angenehm gewesen.
Innerlich brodelte es noch immer in ihm, und er fragte sich, warum. Warum er? Warum hatte Hayate das getan? »Ich werde ihn nie verstehen«, murmelte der junge Uchiha, ehe er seine Augen öffnete, die wütend funkelten. »Und ich will es auch gar nicht verstehen. Aber fest steht, wenn es Hayate nicht geben würde, dann hätte der Kusabi überhaupt nicht so viel Macht. Er ist an allem schuld, also halte ich lieber von ihm fern.« Während Hattori mit Sasuke an seiner Seite durch das Dorf wanderte, suchte Takuro in dem Haus, wo sie übernachtet hatten, nach seiner Ex-Freundin. Irgendwo musste sie doch sein. Und wenn jemand wusste, dass Hanuka gern mal verschwand, dann er. Wie oft war er mit ihr in der Stadt gewesen und hätte sie suchen müssen, weil sie sich mal wieder verlaufen hatte. Das war schon so oft vorgekommen, dass er es nicht mehr zählen konnte. Und jetzt musste er sie schon wieder suchen. Wenn er sie erstmal gefunden hatte, dann würde sie sich aber eine Standpauke von ihm anhören dürfen. Sowas war ja wohl eine Frechheit. Seufzend sah er sich um und konnte sich im letzten Moment wegducken, ehe ein Stuhl in seine Richtung flog. Irritiert sah er dem Möbel nach, welches krachend an der Wand zersplitterte. Was soll die Scheiße denn jetzt? Hör mal, ich weiß ja nicht, wie du heißt, aber wenn du irgendwas willst, dann komm her und rede mit mir, aber wirf nicht mit deinen Möbeln um dich. Dafür sind die zu schade, du Penner. Und ich will nicht sterben, weil du Drecksack mir auf einen Stuhl an den Kopf geworfen hast. Erstaunt hatte Sasori dem jungen Mann zugehört, der da zeternd in seinem Wohnzimmer stand. Sollte er sich wirklich zeigen? Es wäre das erste Mal seit Jahren. Und dennoch, warum sollte er es nicht tun? Jemand, der ihm so frech entgegentrat, dem konnte er dann ja wohl auch mal sagen, was Sache war. Und wenn er ihn erst mal sah, dann würde dieser Mensch sowieso das Weite suchen. Sasori wusste nicht, wie er aussah oder welchen Schaden sein Tod an ihm hinterlassen hatte. Aber es musste grausam sein, so wie die Menschen immer vor ihm weggelaufen waren. Da war nicht einer dabei, der jemals bei ihm geblieben wäre. Und dieser Typ würde genauso flüchten. Warum sollte er sich dann nicht sichtbar machen? Ruhig fuhr er sich noch einmal durch die roten Haare, ehe er direkt vor Takarus Augen erschien. Blinzelnd sah dieser ihn an, und der Akasuna wartete nur darauf, dass er schreiend weglief. Stattdessen starrte Takeru ihn einfach nur aus großen Augen an. Und das wurde Sasori auch bald zu dumm. »Was glotzt du mich denn so an?« knurrte er leise und verschränkte die Arme vor der Brust. Dann sagte Takeru etwas, womit der junge Geist im Leben nicht gerechnet hatte. »Du bist wunderschön«, nuschelte er leise. Und Sasori war über die Worte dermaßen verwirrt, dass er nicht mal dazu kam, wütend zu sein. Da wagte es ein Mann, ihm sowas ins Gesicht zu sagen? Takeru konnte selbst nicht genau sagen, was in ihn gefahren war, aber die Worte waren einfach so über seine Lippen gekommen. Jedoch fing er sich schnell, als der Geist anfing, sich zu bewegen und er räusperte sich etwas, konnte aber die leichte Röte auf seinen Wangen nicht verbergen. »Also, bild dir nichts drauf ein, du bist staubig und im Gesicht hast du eine ganz schöne Wunde. Was ist denn da passiert? Und warum hast du eigentlich kein Oberhemd an?« Sasori senkte seinen Blick, sodass ihm die staubigen Haare ins Gesicht fielen, und er zuckte nur leicht mit den Schultern. »Ich weiß es nicht«, flüsterte er leise. »Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich hier gelebt habe und dass ich dieses Haus gebaut habe. Ich weiß nicht, wie ich gestorben bin, und ich weiß schon gar nicht, wie ich aussehe. Also spar dir deine dummen Fragen, denn die kann ich dir leider auch nicht beantworten.« Jetzt war Takeru wirklich verwirrt, und er musterte Sasori noch einmal. Er war schlank, beinahe dürr, seine Haut war blass und er war am ganzen Körper mit Dreck besudelt. Was auch immer man mit ihm gemacht hatte, es musste schrecklich gewesen sein. Die Wunde an seiner Wange schien noch immer zu bluten, als hätte sie sich in den ganzen Jahren, in denen Sasori tot war, noch nicht beruhigt. Aber dennoch war er wunderschön. Besonders seine roten Haare und die dunklen, traurigen Augen, die so einen verzweifelten Ausdruck an sich hatten, faszinierten ihn. Solch einen Ausdruck hatte er noch nie zuvor in den Augen eines Menschen gesehen. Für ein paar Sekunden sahen sich die beiden einfach nur tief in die Augen, ehe es Sasori zu dumm wurde. »Also, kannst du mir jetzt endlich sagen, warum du hier bist, oder gibst du immer nur so weibischen Schmus von mir? Du kannst mir glauben, dass mir schon die ein oder andere Frau gesagt hat, dass ich gut aussehe, aber du bist der erste Mann, der das wagt. Ganz schön frech, oder hat sich in der Welt so viel geändert, seit ich tot bin?« Geister verlieren jedes Zeitgefühl, musst du wissen. Für uns ist es hier immer Nacht und die Zeit steht still. Jeder von uns ist in seinem Tod gefangen und wir müssen sehen, wie wir damit klarkommen. Also?
Für ein paar Sekunden hatte Takeru sogar Hanuka vergessen. Aber bei der Frage kam sie ihm endlich wieder sehr deutlich ins Gedächtnis und er fing sich. Ich suche jemanden. Aber außer uns ist wohl keiner hier, was? Sonst wüsstest du das doch. Sasori nickte und grinste. Dann kannst du ja wieder gehen. Aber genau das hatte Takeru bestimmt nicht vor. Die Gegend, in der sich Giacomo befand, gefiel ihm überhaupt nicht. Er war ein paar Schritte in den Wald gegangen und wollte testen, wie weit man ihn gehen ließ. Jetzt stand er am Ende einer Treppe, die sich scheinbar endlos durch den Wald schlängelte. Man konnte das Ende gerade eben erkennen, und wenn er sich nicht vollkommen täuschte, dann stand da oben ein Schrein. Ob Hanuka dorthin gelaufen war? Neugierig setzte er sich in Bewegung, stoppte aber sofort wieder, als May vor ihm auftauchte und den Kopf schüttelte. »An deiner Stelle würde ich da nicht hingehen. Jedenfalls nicht jetzt und auf keinen Fall alleine. Wie dumm seid ihr Menschen eigentlich? Immer müsst ihr alleine loslaufen. Dabei sollte euch doch klar sein, dass ihr in der Gruppe sehr viel stärker seid. Einem Geist fällt es schwerer, jemanden zu töten, der sich in einer Gruppe befindet, als jemanden, der alleine ist. Wenn dieses Mädchen nicht bei euch ist, dann seid ihr nicht in der Lage, logisch zu denken. Kann das sein?« Sofort fühlte sich Giacomo ein wenig angegriffen. Und dass May nicht gut auf Männer zu sprechen war, hatte er mittlerweile begriffen. Warum war sie also hergekommen? Er konnte Stimmen hören und einen seltsamen Gesang, der ihm einen kalten Schauer über den Rücken laufen ließ. Da oben war jemand. Und wenn dieser Geist ihn jetzt von Hanuka fernhalten wollte, dann würde er sich mit dem Mädchen noch gewaltig in die Haare bekommen. Geist oder nicht, er musste Hanuka finden und das schnell. Hier war sie an jeder Ecke in Gefahr. Leise seufzte May und ihr Blick wanderte die Treppe nach oben. Sie ist nicht dort, auch wenn ich dir nicht genau sagen kann, wo deine Freundin ist. Aber wenn sie dort oben wäre, dann wären die Mönche ruhiger. Solange wie sie singen, suchen sie ihr Opfer noch. Und ihr könnt nur das Gleiche tun wie sie. Beten, dass sie euch nicht in die Finger bekommen. Noch hat der Kusabi keinen Befehl gegeben, euch zu jagen. Und sie beten noch. Aber ihre Gebete und Gesänge werden nicht mehr lange anhalten. Sollten sie verstummen, müsst ihr flüchten. Dann dürfen selbst wir Geister uns nicht mehr auf der Straße aufhalten. Sie suchen ein Opfer, so wie sie es jedes Mal tun. Meistens ist es derjenige, der am längsten überlebt. Giacomo konnte ihren Worten gar nicht so schnell folgen, wie er es vielleicht gewollt hätte. Aber fest stand, dass dort oben der Tod auf sie wartete. Und solange diese Mönche noch sangen, waren sie in Sicherheit. Mehr hatte er bisher noch nicht verstanden. Und er wollte doch warten und alles verstehen. Hilflos sah er May an, die langsam ihren Blick hoch und scheinbar wieder klarer wurde. Für einen Moment hatte sie ausgesehen wie jemand, der sich in einer Trance befand. Aber jetzt war sie wieder da und sah ruhig in die Augen von Giacomo. »Sind meine Worte so unverständlich? Du musst fliehen und deine Freunde dürfen sich nicht von dir entfernen. Keiner von euch darf sterben. Dann können die Mönche keinen von euch aussuchen, der ihr Opfer werden soll. Das Höllentor erfordert immer wieder Opfer. Und wir alle sind hier, weil sie versuchten, das Tor mit uns zu schließen. Aber nur wenige von uns sind dieser Bestimmung wirklich gerecht geworden.« Fasziniert sah Giacomo sie an, und ihm lief ein kalter Schauer über den Rücken, als er Fesselspuren an ihrem Hals, ihren Händen und ihren Fußgelenken erkannte. Es war, als würden sie bei ihren Worten aufleuchten und richtig glühen. Wütend sah die junge Frau ihn an. »Was stehst du denn da immer noch rum, wie festgewachsen? Muss ich noch deutlicher werden? Setz deinen Hintern in Bewegung und sieh zu, dass du von hier verschwindest, verdammt nochmal. Es kann doch gar nicht so schwer sein, selbst für einen Mann nicht. Du wirst sie hier nicht finden. Und wenn du mich noch länger so dumm anstarrst, dann werde ich dir auch nicht mehr helfen.« Giacomo kam gar nicht erst dazu, irgendwas zu sagen. Dieses Mädchen fuhr ihm einfach über den Mund, und dabei hatte er doch so viele Fragen an sie. Die musste er aber wohl herunterschlucken, und er drehte sich einfach um und ging den Weg ins Dorf zurück. Erleichtert folgte May ihm und schüttelte den Kopf. Manchmal war es unglaublich, wie dumm sich Männer benehmen konnten. Kein Wunder, dass sie von denen nicht sehr viel hielt. Mit gesenktem Kopf stand Kasua in einem dunklen, riesigen Raum. Ihre Haare nahmen ihr die Sicht und ihre kleinen Hände hatten sich zu Fäusten geschlossen. Die Augen waren ebenfalls festgeschlossen, während sie die dunkle Präsenz einer unglaublichen Macht beinahe greifbar spürte. Er war nur ein dunkler Schatten, der durch den Raum waberte und allem das Leben zu rauben schien.
Selbst die wenigen Lampen, die an den Ecken des Raumes befestigt waren, vermochten die Dunkelheit, die von ihm ausging, nicht zu vertreiben. Es schien, als würden sich nur Schatten um ihn herum befinden, und als würde er Licht, Farbe und Leben aus allem heraussaugen, was sich vor ihm befand. Selbst Kasor, obwohl schon seit so vielen Jahren nicht mehr am Leben, spürte, wie sie schwächer wurde und wie zugleich die Wut in ihr hochkochte. Ruhig schritt er vor ihr auf und ab, nahm sie dabei kaum wahr. Man konnte ihn nicht erkennen, denn er war in einen dunklen Mantel gehüllt, trug einen spitzen Mönchshut und hatte auch sein Gesicht verhangen. Kasor erinnerte sich noch genau an den Tag, als sie gestorben war. Alle Mönche waren so herumgelaufen und hatten sie zum Ort ihres Todes geleitet, wo sie dann alleine hatte sterben müssen. »Wartest du nicht schon lange auf diesen Moment?« hörte sie eine dunkle, bedrohliche Stimme an ihrem Ohr, die sie an das entfernte Grollen des Donners erinnerte. Bedrohlich, aber doch nicht greifbar. Und scheinbar noch weit entfernt, aber nah genug, um einem Angst zu machen vor dem, was da noch kommen sollte. Noch war er schwach, doch die Menschen nährten ihn mit ihrer Anwesenheit schon so, wie so viele andere zuvor. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Wenn die Gesänge der Mönche verstummten, war er stark genug. Kasor biss die Zähne zusammen und versuchte, sich zu beherrschen. Sie durfte vor diesem Mann auf gar keinen Fall weinen oder irgendwas an Schwäche zeigen. Er würde sie vernichten, wenn er nur das Gefühl hatte, ihr überlegen zu sein. Sie wusste, warum er sie bisher am Leben gelassen hatte. Doch lange würde ihn diese Tatsache nicht mehr davon abhalten, auch sie in den Schlund der Hölle zu werfen. Darum richtete sich Kasor langsam auf und öffnete auch ihre Augen wieder. »Ja, ich habe lange gewartet, aber ich fürchte, sie ist nicht die Richtige. Sie ähnelt meiner Schwester, aber sie erkennt mich nicht. Wie kannst du sagen, sie wäre es? Denn ich bin mir sicher, die Seele meines Zwillings würde mich nach so vielen Jahren der Trennung erkennen. Und doch sehen mich ihre Augen so fragend an. Ihre Seele erkennt mich nicht mehr.« Ihre Worte klangen bitter, aber Kasor hatte es doch selbst gesehen. Hanuka hatte überhaupt nicht auf sie reagiert, schien sie nicht zu erkennen und hatte sogar Angst vor ihr. Vor einer so verwandten Seele wie ihrer hätte sie nie Angst haben dürfen. Der Kusabi fing an zu lachen und seine hellen Augen blitzten auf wie Feuer in der Nacht. »Gib doch nicht so schnell auf, Kasor. Sie ist die Einzige, die dir den Seelenfrieden wiedergeben kann. Du musst es tun. Töte sie. Töte sie!« Erschrocken von der Härte seiner Worte zuckte Kasor zusammen. Nein, das würde sie nie über sich bringen. Hanuka war ihrer Schwester viel zu ähnlich, und alles, was sie wollte, waren doch nur Antworten. Sie wollte doch nur wissen, warum. Warum? Aber das durfte sie diesem Mann niemals sagen. Darum drehte sie sich schweigend um und verließ den Raum. Er konnte ihr nicht folgen, dazu war er noch nicht stark genug. Draußen wartete Hayate auf sie und ruhig sah er sie an. »Du hättest wissen müssen, wie er darauf reagiert. Immerhin kennst du ihn länger als wir alle zusammen. Wenn er von ihr erfahren würde, dann würde er genau das von ihr verlangen. Dessen warst du dir im Klaren, oder?« Kasor knirschte leise mit den Zähnen und sah dann wütend zu Hayate. »Wenn du ihm nicht auf die Nase gebunden hättest, dass ich glaube, meine Schwester gefunden zu haben, dann hätte er es nie erfahren. Ich hätte es ihm bestimmt nicht gesagt, aber du musst mal wieder bei ihm zu Kreuze kriechen. Selbst ich tue das nicht und wehre mich gegen ihn, und ich sag dir eins. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um meine Schwester und ihre Freunde zu retten, und wenn das bedeutet, ewig in diesem Dorf leben zu müssen.« Damit verschwand die junge Frau, und Hayate spürte ihre Wut deutlich. Sie entwickelte sich, wurde von Jahr zu Jahr stärker, und irgendwann würde sie den Kusabi übersteigen, aber das war kein Wunder. Im Grunde wartete er doch nur auf diesen Moment. Auf den Moment, in dem sie sich alle endlich gegen ihr Schicksal stellten. Auch er würde sich dann seinem inneren Dämon stellen, aber so lange musste er diese Schuld auf seinen Schultern tragen. Leise hustete er, ehe er sich auf den Weg zu Hanuka machte, denn im Gegensatz zu den anderen wusste er, wo sie war. War er es doch gewesen, der sie von den anderen erst weglockte.